Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Perle der Videospielindustrie. Heute habe ich einen Müllcontainer für Datengut Holdio herausgefunden. Ein kostbares Exemplar für ganze 79 Cent und dazu auch noch um ganze 51% reduziert. Das sieht aus wie, wenn man früher, nach den Sommerferien, auf einmal sein altes Pausenbrot aus dem Ranzen holt. Man denkt, es sei harmlos und es sieht nur ekelhaft aus, aber in Wahrheit hat das Ding schon versucht, dich dreimal im Schlaf aufzufressen. Schon wieder so ein Speicherplatzschmarotzer. Für was brauchst du 11,5 Gigabyte? Ja, dann wollen wir mal wieder. Die Musik ist schon wieder sehr atemberaubend, überhaupt nicht laut. Und auch diese umfangreiche Einstellung. Einfach unglaublich. Warum kann ich jetzt nicht einfach die Musik runterdrehen? Ich würde sagen, einfach gleich ins Verderben stürzen. Die Bilder sind ja schon mal sehr vielversprechend. Ich kann mir haargenau vorstellen, was in diesem Level passiert. Und wo der Unterschied ist zwischen Level 1 und 2, das erkennt man sofort. Wieso? Was? Ich hab mich gerne umgeschaut. Ich dachte, ich muss mich verbarrikadieren. Okay. Und warum muss ich mich jedes Mal erstmal ins Spiel reinklicken, bevor ich mich bewegen kann? Was ist das für ein Schwachsinn? Hat nicht mal die Zeit, sich irgendwie ansatzweise vorzubereiten. Weiß doch gar nicht, was ich zu tun habe. Eine kleine Anleitung oder ein Tutorial wäre vielleicht auch mal hilfreich, auch wenn es nur drei Sätze sind. Kann ich. Ah, ich kann Waffen kaufen. Sehr schön. Wie kann ich hier. Irgendwie. Ich habe bisher in Bildern gesehen, dass man irgendwas zubauen kann. Und wie? Da steht was. F gedrückt. F gedrückt halten. Okay. Oh. Magie. Ah. Okay. Was ist das für ein Rückstoß? Der ist. Ich soll eine bessere Waffe kaufen. Danke für den Tipp. Da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Hier, jetzt habe ich eine Waffe gekauft. Schwachsinn ist es trotzdem noch. Oh, ich will die Shotgun haben. 300 was? Was? Boah, wer hat das abgestimmt? Das geht ja mal gar nicht. Saß der beim Abstimmen 5 Kilometer von seinem PC weg, oder warum ist das so laut? Geht immer noch nicht. Ah, du hast nicht mal die Zeit, dich irgendwie vorzubereiten. Es geht einfach direkt los. Ich verstehe. Okay. Nein, habe ich nicht versucht. Ich verstehe. Die Punkte. Mit denen kann ich Waffen kaufen. Macht doch Sinn. Oha. Dann würde ich mal sagen, ich baue mich hier mal ein. Jetzt habe ich den Dreh heraus. Das kann mich nicht so aufhalten. Hallo. Habe ich den gerade durch die Wand erschossen? Was habe ich erwartet? Ja, eigentlich gar nichts. Aber irgendwie wurde ich trotzdem enttäuscht. Dass ich jetzt einfach zubaue und auf bessere Zeiten warte. Ich kann auch nicht springen oder irgendwas machen. Aber ich kann hier wahrscheinlich weiter und fleißig durch die Wand schießen, ja. Ja, so kann man sich das Leben auch leicht machen. Aber ich kann jetzt endlich die Shotgun kaufen. Bin ja mal gespannt, was die so kann.
Ja, okay, die teilt schon aus. Ich. Nein, ich habe dazu nichts zu sagen. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal die 2. Level 2 ist das. Oha, ein anderes Haus. Das ist ja schon wieder. Ich habe aber schon wieder nicht die Zeit, mich einfach einmal umzuschauen. Das ist anstrengend. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Gott. Das kam jetzt unerwartet. Was hat die 3 zu bieten? Ah, 25 FPS weniger. Das hat die 3 zu bieten. Ich baue mich jetzt einfach in der Küche ein. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Damit können wir am meisten Schaden anrichten. Das ist einfach die Lösung. Oh. Hat ja so gut funktioniert. Was ist das? Soll das eine Mikrowelle sein? Was ist das für ein Griff? Brauchst du da 2 Leute, um die Tür zu öffnen? Da steht die Mikrowelle einfach nochmal. Ich geh mal rüber. Es ist noch Soße da. Ja. Kann ich die eigentlich selber auch irgendwie wieder einreißen, wenn ich hier durch will? Ich bin ja gerade dabei, das Haus zu bewundern. Dankeschön. Warum zeigen wir das gleiche Bild? Es wäre so einfach gewesen. Achso. Denk das gleiche nochmal nur in groß. Ist in Ordnung. Und über die Auswahl der Bücher müssen wir auch noch sprechen. Oha. Granate. Was? Okay. Hallo, ich bin hier. Oh, jetzt brauche ich die Shotgun. Ja. Es wird rasiert. Da kommen sie angestürmt. Ja, da fallen sie wie die Dominosteine. Ja, und der hängt da oben noch ein bisschen ab. Ich hinterfrag's einfach nicht. Ich akzeptiere es einfach nur noch. Ich habe aufgehört zu erwarten. Ich akzeptiere nur noch. Kommen sie weiterhin angestürmt. Die absolute Elite. Was? Okay, ich glaube, das reicht auch. Ich hab keine Lust mehr. Bin ohne Erwartungen rein. Und wurde trotzdem enttäuscht. Gibt's hier wenigstens einen Verlassen-Knopf? Das ist ja schon mal mehr als beim letzten Mal. Das war einfach nur eine Aneinanderreihung irgendwelcher gekauften Assets. Was an sich ja nicht schlimm ist, aber. Mach halt irgendeine Eigenleistung rein. Das war einfach nur wahrscheinlich Unreal Engine. Gekaufte Assets reingeklatscht. Nein, das war Unity Engine, glaube ich. Assets gekauft bis zum geht nicht mehr. Alles irgendwie reingeklatscht. Mei, es war wenigstens nicht teuer. Und mit dieser absolut erwarteten Enttäuschung verabschiede ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Aber was noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt Steam-Sammelkarten. Das macht das ganze Spiel 100-mal besser. Ich glaube, ich nehme alles zurück. Ich kaufe jetzt alle Steam-Sammelkarten.